Au! Alter! Das kann man ein bisschen zärtlich machen. Zeig mal hinten die Schwanzflosse. Das ist ein 330er Boot. Unglaubliche Szenen spielen sich ab und eine ganz, ganz harte Fischerei die letzten Tage. Momentan stehen wir noch im Morgennebel, haben einige bisslose Nächte vom Ufer aus meistern müssen. Das Vertikalangeln war der absolute Hammer. Aber die Fische beim Ansitz haben irgendwie die Mäuler zu. In diesem Video nehme ich euch mit auf eine Reise, wo wir einen wirklich großen Ausnahmefisch, einen Fisch des Lebens fangen konnten. Und erkläre euch, warum ich plötzlich so aussehe und meine Haare verloren habe. Es wird auf jeden Fall spannend. Film ab. Jetzt werden wir es mal ganz flach probieren. Hartes Angeln momentan, aber vielleicht richtig flach pokern und hochfangen. Drückt uns die Daumen. Sonne geht unter und der erste Einschlag kommt. Flaches Wasser, dicke Fische. In welcher hängt dann drin? In welcher Route? Hol mal die eine, die frei ist, rein! Im Flachwasserdrill hat der Gigant die Schnur und Montage einer zweiten ausgelegten Route eingesammelt. Und ich musste nun versuchen, exakt diese Schnur und Montage aus unserer Schnur, die hin zum Fisch führte, herauszuschneiden. Das war die einzige Möglichkeit, um diesen sehr, sehr großen Fisch sicher landen zu können. Absoluter Monsteralarm, Jungs. Petri, zeig mal hinten die Schwanzflosse. Das ist ein 330er Boot. So geil, so geil. Ihr wart jetzt leider beim Greifen nicht dabei. Wir hatten ein bisschen Chaos. Der Fisch hat uns eine Rute eingesammelt, eine zweite Rute. Und das Landen des Fisches geht natürlich vor. Aber das ist ein Bollermann. Das ist ein richtiges Brett. Flaches Angeln, dicke Fische, Mikroposen. Wahnsinn, Wahnsinnsding. Ist das ein Ding? Was ist das? Ein Ding, ein richtiges Ding. Richtig geil. Alter, richtig Alter, geil. Alter Falter. Wahnsinn. Hier hängt die zweite Montage drin, die hat er eingesammelt. Die haben wir jetzt abgeschnitten, wie wir durchgefahren sind im Drill. Ihr könnt euch ja, glaube ich, noch daran erinnern, in einem der letzten Videos habe ich gesagt, der erste 250er 2021. Dann kommt hier meine Mähne ab, dieses Zottelzeug hier. Wir haben eben über den Fisch drüber gemessen, 2,55, also morgen seht ihr auf jeden Fall erstmal diesen Wahnsinnsfisch mit Markus.
Und mit Matthias zeigen wir euch das Ding. Und ihr seht auch auf jeden Fall live, wie man lange, schöne, gepflegte Haare mit einer Wallerschere nach Friseurmanier schneiden kann. Ab morgen bin ich kahl. Bis später. Absoluter Wahnsinn. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Einen wunderschönen guten Morgen, während Markus da hinten einen richtig guten Fisch dreht. Jetzt flüchtige ich mal schnell auf dem Boot. Salted Karamell, Waifood, mega lecker. Und es geht rucki zucki, während der Angler hier voll eskaliert. Fisch. Geht genau das. Goodbye. Alles verschleppt. Wärst du doch beim Karpfenangeln geblieben. Genau. Kleiner Seemann. Da kann man eigentlich nur Beifall klatschen. In der Abenddämmerung der erste Biss, im Sonnenuntergang hier eine richtige Bombe. 2,55 Meter, 120 Kilo, absoluter Traumfisch. Leider war die Videokamera im Drill nicht so dabei, wie sie sonst dabei ist. Ich habe es, glaube ich, gestern Abend schon mal erzählt, der Fisch hat uns zwei Ruten eingesammelt. Ganz komisch, nach dem Biss direkt ins Ufer geschossen. Zwei Schnüre waren mit drin. Wir hatten da ein bisschen Arbeit, ein bisschen Action draußen. Schließlich will man ja so eine Bombe nicht verlieren. Und deswegen musste ich immer wieder die Kamera weglegen. Aber das Ding ist gelandet, das Ding ist am Band, dem geht's gut. Und jetzt zeigen wir euch die Bombe. Und nachher kommt hier dieser Zottelpelz. Guckt euch das mal an hier. Ich mache mal mein Haargummi raus. Das ist, glaube ich, schon angewachsen. Die letzten paar Wochen hier am Wasser. Da kommt er auch mit keiner Schere. Ich muss selber lachen. Oh Gott. Da kommt er auch mit keiner Schere und mit nichts mehr durch. Und dieser Fisch hat es verdient, dass Stefan Seuss heute eine Typänderung erfährt. Meine Begleiter sagen, Stefan, du wirst jünger aussehen. Das läuft richtig. Aber eins ist Fakt, diese Dinger müssen ab. 2 Jahre sind die jetzt wohl gewachsen. Und jetzt wird es Zeit, und vor allem mit diesem Fisch. Wer Ansagen macht, muss sich auch dran halten. Ich habe gesagt, der erste Fisch über 2,50 2021, da kommen die Fransen ab. Und jetzt ist es soweit. Draußen auf der Sandbank. Ich hoffe, Wallerscheren haben wir ja genug mit. Vielleicht hat noch einer von den Jungs irgendwas Vernünftiges. Ich hoffe, dass sie mir eine tolle Frisur zaubern. Jetzt zeigen wir euch das Monster und danach zeigen wir euch, wie man Haare schneiden kann beim Welsangeln. Raus in der Wildnis. Das flache Pokern, flaches Angeln jetzt bei der Sonneneinstrahlung, kleine Mikro-U-Posen und ein Wahnsinnsfisch. 2,55, 120 Kilo. Matthias, dickes Petri, ja. Wahnsinn. Dann lieber ein paar Nächte mal blank sein, ne? Nichts fangen und dann mit so einer Bombe belohnt werden. Kommt mal her, ich zeige euch mal die Brustflossen von so einem Ungetüm. Guckt mal hier. Ich habe große Hände, da könnt ihr eine komplette Männerhand dahinter verstecken. Wahnsinn. Petri. Traumfisch! Der Kopf ist größer als deiner. Und wer so einen Fisch fängt, braucht definitiv eine Abkühlung.
Wahnsinn, Wahnsinn dieser Fisch. Absolut. Also ein 2-Meter-Fisch ist schon immer ein Ausnahmefisch und wird es auch immer bleiben. Viele denken ja, hier in Italien springen einem die Fische ins Boot. Kommt mal her und probiert es aus. Also erstmal hier einen Fisch fangen. Aber Fische von über 2,50, die sind über 30 Jahre alt, die sind die Bewohner hier dieses Reviers. Die kennen alles, die wissen alles, die haben so viel Erfahrung. Und so einen Fisch als Welsangler an die Angel bekommen zu dürfen und dann sogar noch das Glück haben, den Fisch landen zu können. Ihr wart ja gestern Abend dabei in dem Chaos. Noch andere Ruten eingesammelt. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und dafür machen wir das Ganze hier und lieben auch dieses Hobbyangeln so. Weil jeder Angeltag neue Herausforderungen bringt, neue Abenteuer, neue Erkenntnisse und neue verrückte Erlebnisse. Wahnsinn. Und da ist er abgetaucht, der größte Räuber, den wir hier Europas fangen können als Angler. Und jetzt ein Mann, ein Wort. Jetzt geht's mein Zotteln an den Kragen. Aber das ist die perfekte Erinnerung an diesen Traumfisch. Neue Frisur, neues Glück, neue Fänge. So Jungs, es ist an der Zeit, das Kopftuch hier mal runterzuziehen. 2 Jahre sind sie, glaube ich, gewachsen und die letzten 12 Monate war es ja auch schwer, einen Friseur zu besuchen. Und ich bin ja immer für jeden Spaß zu haben und wir haben gesagt, der erste richtig starke Fisch, Ausnahmefisch, Endgegnerfisch, 2,50 dieses Jahr, da kommen die Dinger ab. Das ist passiert und ich vertraue mal meinem Friseur. Fangen wir mal hier direkt hier an der Seite an. Ah, die hier richtig zu tun. Alter. Wo ist das? Aber es ist top, frisch gewaschen. Warst du schon? Nein, weiter geht's. Fangen wir hier von der Seite an. Au! Alter! Kann man ein bisschen zärtlich machen. Wirklich nicht so. Für was hebst du das auf? Hast du damit noch irgendwas vor? Das könnte man eigentlich versteigern für einen guten Zweck, wenn jemand damit zu Hause sein Kopfkissen füllen will. Oder es gibt ja auch Leute, die brauchen, glaube ich, Haare, so ähnlich wie der Markus, und die lassen die sich dann wieder so anpflanzen. Kriegt man dafür was? Kriegt man dafür Kohle? Ja, das ist cool, oder? Ja. So ist top. So, fertig? Das ist ja richtig schwer. Ah ja, siehst du mal, was ich für eine Last zu tragen habe. Aber mach das ein bisschen zärtlich, ja. Bei mir beim Friseur, ich war zwar nicht mehr lange, aber damals hatten die auch immer so eine Kopfmassage gemacht. Ja, deine Friseurinnen sind ja auch wahrscheinlich etwas hübscher. Friseurinnen, das heißt... Friseusinnen, darf man auch nochmal sagen. Das heißt, glaube ich, Friseurmeister. Und... Männlich, weiblich, divers. Diverse, genau. Aber so sehen gepflegte Haare aus, ne? Also wenn ihr auch mal unterwegs seid und Bock auf eine neue Frisur habt oder eine Typveränderung, Markus Zippel Mai heißt er bei Facebook, der kommt. Kommt vorbei und macht das an unserer Stelle. Hätten wir eigentlich auf der Carbon Cat Expo 2021 machen können, oder? Ja, das wäre ein Highlight geworden, ja. Aber das Showprogramm ist ja so vollgestellt schon wieder, hätten wir gar keine Zeit gehabt. Sieht 10 Jahre jünger aus auf jeden Fall.
Die hier noch ein bisschen kürzer hier in der Mitte. So ein schön Iro. Der Wahnsinn. Danke für die tolle Frisur. Gerne. Ich habe ein ganz neues Lebensgefühl. So, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, alles Gute, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.